herzlich willkommen beim Talk im Rahmen vom Elternweb to go X Large, große Gefühle. Heute geht es ums Thema über Sex reden, aber wie? Ich spreche mit Frau Bettina Weidinger, sie ist Sexualpädagogin und pädagogische Leiterin am Österreichischen Institut für Sexualpädagogik. Grüß Gott, Frau Weidinger, ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten im Rahmen von unserem Elternweb to go X Large, also dieses Online-Kongress-Format für Eltern. Und diesmal geht es da um das Überthema große Gefühle. Große Gefühle im Kinderzimmer. So, wenn wir jetzt über große Gefühle, wenn Eltern hören, große Gefühle in Kombination mit Pubertät, ist der erste Gedanke meistens in Richtung Sexualität oder auch Verliebtheit. Also es sind zwei Ebenen. Ist das zu Recht so? Oder was macht Eltern, was beschäftigt Eltern da dann am meisten? Also was macht ihnen da die meisten Gedanken? Weil da ändert sich ja eben Gefühle, ich weiß nicht, bei Vierjährigen denkt man trotz, aber wenn man jetzt sagt Pubertät, dann ist man gleich in einer anderen Schiene. Was beschäftigt Eltern da am allermeisten? Also ich denke mir, ganz grundsätzlich beschäftigt Eltern immer, egal wie alt die Kinder sind, ob es den Kindern gut geht. Also diese Elternsorgen, dass mit dem Kind irgendwas, dem Kind etwas widerfahren könnte, wo es dem Kind ganz schlecht geht. Diese Sorgen hat man ja immer. Die hören ja in Wahrheit auch nicht auf, wenn die Kinder erwachsen sind, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Und was bedeutet das jetzt? Bei einem kleinen Kind ist der Vorteil, wenn man so will, dass dieses Kind noch sehr nah an einem dran ist. Also auch noch bei einem 8-jährigen Kind kann man davon ausgehen, wenn es großen Kummer hat und wenn ich eine halbwegs gute Beziehung zu dem Kind habe, also die meisten haben, dann wird mir das den Kummer erzählen. Aber was ist der Unterschied zu Jugendlichen? Jugendliche sind ja in Wahrheit von ihrer Möglichkeit, Gefühle wahrzunehmen und auch zu agieren, junge Erwachsene. Also ganz junge Erwachsene, das hören Eltern nicht so gerne, aber das ist so. Und wenn man die Jahrhunderte zurückscrollt, ja, dann sieht man ja auch, dass, was weiß ich, vor 200 Jahren eine 14-jährige Person unter Garantie nicht mehr als Kind behandelt worden ist. Ja. Das waren eben junge Erwachsene. Also diese Fähigkeiten haben sie. Und damit einhergeht, dass sie sich natürlich auch ein Stück von den Eltern abgrenzen, nämlich einfach in dem Sinne, dass sie selbstständiger agieren. Also die erste Ansprechperson bei Kummer ist dann nicht mehr unbedingt die Mama oder der Papa oder die Tante oder wer auch immer die erwachsene Bezugsperson ist, sondern vielleicht die beste Freundin. Und das verunsichert Eltern, weil ja Eltern, das meine ich jetzt eh ganz lieb, ja, aber Eltern, die gerne besorgt sind, sind auch manchmal so ein bisschen Kontrollfreaks. Und das lässt sich gar nicht mehr kontrollieren. Das heißt, eine große Sorge ist, wenn jetzt wirklich, wenn es um Verliebtheit geht oder sexuelle Anziehung. Und mein Kind, ist ja in Wahrheit ein junges, erwachsenes Kind, aber wurscht, sie ist immer das Baby, ja. Mein Baby, ist er verliebt oder unglücklich oder macht irgendwelche sexuellen Handlungen, die ihm oder ihr nicht gut tun oder schon gut tun oder was auch immer. Das Irritierendste für Eltern ist, da haben sie keinen Zugriff mehr. Also etwas platt und brutal formuliert, das ist dann nicht mehr ihre Geschichte. Das geht sie fast nichts mehr an. Und das macht Sorgen. Und damit einher natürlich ein klassischer Satz von Eltern ist, dass sie Sorge haben, dass ihre Kinder zu früh einen sexuellen Kontakt mit anderen eingehen. Und die andere Sorge ist, dass sie sich auf einen sexuellen Kontakt einlassen, der nicht passend ist. Und dazu gibt es auch zwei ganz kurze, einfache Antworten. Das eine ist, wenn man sich die sexuelle Entwicklung von Menschen anschaut, dann gibt sie kein zu früh, weil die Sexualität beginnt mit der Geburt. Und schon im Kindergartenalter sammeln Kinder sexuelle Erfahrungen mit anderen Kindern. Also, was heißt zu früh? Das ist fließend. Das Einzige, was sich verändert, ist die Bewertung.
Und natürlich auch der Umgang mit Settings. Aber dass sexuelle Gefühle wahrnehmbar sind und auch geliebt werden, ist von klein auf so. Nur Erwachsene bewerten das halt auch anders. Also zu früh in dem Sinn gibt es nicht, weil es ist ja immer da. Das ist nur für den Erwachsenenkopf sehr anstrengend, das weiß ich. Und das andere ist, wenn man das eigene Kind bis jetzt gut begleitet hat, dann kann man sich ja auch darauf verlassen, dass sozusagen dieses Kind auch mit etwas Gutem ausgestattet ist. Also wenn das Kind in der Beziehung zu den familiären Bezugspersonen gelernt hat, dass Beziehungsgestaltung etwas grundsätzlich Positives ist, aber dass man auch etwas ablehnen darf, ohne dass ein Drama passiert, dann ist dieses Kind sehr gut dafür ausgestattet, auch zu sagen, wenn es etwas nicht will, wenn es verliebt ist. Aber klar ist, wenn ich natürlich, was weiß ich, sagen wir, ich habe da eine oder einen 14-jährigen Jugendlichen und habe 14 Jahre lang beigebracht, du musst immer alles machen, was ich will als Mama, weil sonst habe ich dich nicht mehr lieb, dann ist diese jugendliche Person nicht gut ausgestattet. Und dann werde ich das auch nicht so schnell lösen können. Das heißt, dieser Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, kommt vielleicht ein bisschen daher, dass man diese Unmittelbarkeit verliert als Eltern. So wie Sie das gesagt haben, dass die Kinder mit ihren Sorgen dann nicht mehr unmittelbar direkt als erstes zu Mama und Papa gehen, sondern eben sich auch nach außen hin mehr orientieren in dem Alter. Wie kann ich denn da gut im Gespräch bleiben und auch, also erstens einmal sowieso, so wie Sie auch gesagt haben, dass man da ja eigentlich schon früher ansetzt und früher hoffentlich in einem guten Kontakt ist, aber auch wenn ich jetzt konkret etwas vermute, wenn ich jetzt vermute, das Kind ist verliebt, aber sagt nichts, oder vielleicht was nicht so, eine nicht so gute Situation tritt ein. Ich habe den Eindruck, es gibt ein das Kind ist bedrückt oder so wegen etwas, wo ich einen Eindruck habe oder wo ich zufällig eine Information erfahren habe. Wie kann ich da in diesem Alter gut als Eltern in Kontakt bleiben oder in Kontakt kommen auch wieder, auch wenn grundsätzlich die Beziehung sehr gut ist? Ich glaube, das Um und Auf ist das Verständnis, dass man es jetzt eben nicht mehr mit einem Kind und kindlichem Verhalten zu tun hat, sondern mit einer jungen, erwachsenen Person, die zufälligerweise mein Kind ist. Mhm. Und das, was für Jugendliche ganz wichtig ist, ist, dass sie ein respektvolles Gesprächsangebot bekommen, so wie für alle Menschen. Und Eltern sollten in dem Fall auch ehrlich bleiben. Das heißt, dieses um den heißen Brei reden und dieses Versuchen über andere Themen als über das Kontrollieren von Ausgezeiten oder so, das eigentliche Thema zu besprechen, das macht keinen Sinn. Sinn macht aber, wenn man sagt, du, ich weiß nicht, was in dir wirklich vorgeht. Ja, ich möchte aber, dass du weißt, was in mir vorgeht. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, ob es sein kann, dass du vielleicht... Gesprächseinstieg, oder? Ja. Auch vielleicht kann es sein, dass du in wen verliebt bist oder auch nicht und du musst mir das nicht sagen, aber ich möchte einfach signalisieren, ich bin für dich da. Also ich glaube, Eltern verabsäumen es oft, dass sie in eine erwachsene, respektvolle Kommunikation gehen, wo sie auch ehrlich sagen, wie es ihnen geht, aber auch aushalten, wenn das Kind sagt, darüber möchte ich mit dir nicht sprechen. Also dieses Insistierende, finde ich, passt überhaupt nicht, weil Verliebtheit, Sexualität, Liebe, Zuneigung und sind intime Themen, die auch einen Respekt von den Eltern erfordern. Mhm. Und vielleicht noch ergänzend, das, was Eltern auch manchmal übersehen, ist, also wenn man sich selbst in diesen, sagen wir mal, 15 Jahren, die man das eigene Kind begleitet hat, betrachtet, hat man ja das Gefühl, man ist gar nicht gealtert. Das sind schon 15 Jahre. Ne? Aber das Kind ist von einem Baby zu einem eben ganz jungen, erwachsenen Menschen geworden. Da hat sich viel verändert. Mhm. Und für dieses Kind
ist nicht immer ganz klar, ob die eigenen Eltern noch genauso fürsorglich sind jetzt wie vor 10 Jahren. Also ganz oft habe ich in Jugendgesprächen von Jugendlichen erfahren, was sie alles ihren Eltern nicht sagen können. Also ganz banal, also zum Beispiel eine 16-Jährige, die dann sagt, ich kann aber meiner Mutter nicht sagen, dass ich ein Verhütungsmittel brauche und zur Frauenärztin gehen möchte. Und wenn ich dann mit ihr gesprochen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, diese Mutter kann sie das locker sagen. Und wir haben dann auch Wege gefunden. Aber es ist schwierig, wenn die Jugendlichen das Gespräch suchen müssen. Also die wissen dann oft nicht, was geht denn überhaupt mit den Eltern. Das heißt, es wäre auch wichtig, dass man zwischendurch auf einer Symbolebene deutlich macht, du kannst deine Geheimnisse behalten und das respektiere ich, aber du darfst auch mit mir reden. Ja, es gilt ja zum Beispiel auch, also für mich ist immer die E-Card so ein Beispiel. Ja, es gibt immer wieder Familien, wo die E-Card der Kinder im Geldbörsel der Eltern sind. Und irgendwann denke ich, man kommt ein Alter, da gehört das die E-Card ins Geldbörsel der Kinder. Das kann man dann selber entscheiden, wann man das macht. Ich finde das ganz gut, wenn man mit 12, 13 mal anfängt damit. Und zwar auch dazu sagt, du, natürlich mache ich dir gerne einen Termin bei einem Arzt, einer Ärztin aus. Natürlich begleite ich dich. Ich spiele auch Taxi, ich warte im Wartezimmer, ich gehe mit, wie du das magst, mache ich alles. Aber du sollst wissen, du kannst auch alleine gehen. Und du musst mich nicht informieren, weil, also, das ist dein Intimbereich auch. Nur halt bei gesundheitlichen Eingriffen, wo sie die Eltern brauchen, das ist eh klar. Und explizit finde ich es auch in puncto Verhütung oder körperliche Entwicklung. Also dazu zu sagen, du, wenn du Fragen zu deinem Körper hast, wenn du Fragen zu deinem Geschlechtsorgan hast, natürlich kannst du mich fragen. Du kannst auch zum Arzt, zur Ärztin gehen, du kannst das mit meinem Wissen oder ohne meines Wissens machen. Und dann vielleicht reagieren die so und denken sich, die spinnen jetzt total, was sie mir da anbieten. Aber das ist egal, dann ist es wenigstens einmal ausgesprochen. Also das in Kontakt bleiben heißt in diesem Alter auch oft einfach diese einseitigen Angebote in Kontakt zu bleiben, ohne die Erwartung, dass unmittelbar was zurückkommt. Ich finde das Beispiel mit der E-Card auch sehr spannend, weil ich glaube, das ist typischerweise etwas, was halt so durchrutscht. Ja, man hat das natürlich in der Geldbörse bei 5-, 6-, 7-Jährigen und man übersieht das vielleicht auch leicht. Also das ist jetzt eine gute Erinnerung an Eltern, ungefähr zu Beginn der Pubertät auch mal diese Selbstständigkeitsschritte zu ermöglichen. Natürlich in diesem Package, wie Sie auch gesagt haben, ich mache es weiter für dich, ich führe dich auch nur hin, ich gehe mit hinein, ich gehe nicht mit hinein, aber so langsam die Entscheidungsmacht abzugeben, die man gewohnheitsmäßig ja noch selber hat. Ja. Finde ich gut, das auch mal daran zu erinnern, die Eltern. Ja, dass es, ja, und ich glaube, der schwierigste Aspekt, nicht nur in Bezug auf Beziehung und Sexualität, aber grundsätzlich der schwierigste Aspekt für Eltern ist, wenn die Kinder langsam ins Erwachsenenalter eintreten, dann stellt sich manchmal halt heraus, die sind keine Klons von uns Eltern. Die sind anders. Nicht alle Kinder, manche sind einem sehr ähnlich, aber manche sind sehr anders. Und ich meine nicht das Aussehen, in der Meinung, in dem, wie sie leben, in ihren Wertigkeiten. Und manche Eltern sind dann sehr enttäuscht. Und das ist aber dramatisch, weil ich denke mir, das eigene Kind ist immer noch das eigene Kind. Und das ist ja auch eine Chance, dass man in einem guten Kontakt bleibt, auch wenn man merkt, okay, die leben jetzt ganz anders als ich, die wollen anders leben, die wollen eine andere Musik hören, die wollen, finden einen anderen Kleidungsstil toll. Und manche Eltern haben wahnsinnige Probleme, das auszuhalten. Und es kann auch sein, dass diese Kinder sich einen ganz anderen sozialen Kreis suchen, dass sie diese gewohnten Besuche bei Freunden der Eltern nicht mehr mittragen wollen. Und ich denke mir, das hat jetzt nicht explizit etwas mit Verliebtheit und Sexualität zu tun, aber indirekt schon, weil es heißt, sie suchen sich selber jemanden.
und die Person, die sie sich vielleicht da aussuchen oder sagen wir aussuchen, denen passiert, die meisten Verliebtheiten passieren den Menschen doch. Vielleicht ist diese Person einem nicht sympathisch. Und das darf nicht bewertet werden. Das darf einfach nicht bewertet werden, weil das nicht das Thema ist. Also so wie man ja auch hoffentlich nicht zu einer guten Freundin oder zu einem guten Freund sagen würde, du, die Person, die du dir da jetzt, mit der du da jetzt zusammen bist, finde ich so unsympathisch, braucht man keinen Kontakt mehr haben. Und genau da passiert aber in Bezug auf das eigene Kind oft eine Grenzüberschreitung, weil in diesem gewohnten, ich organisiere alles, damit sich mein Kind richtig entwickelt, fangen Eltern manchmal an, das beeinflussen zu wollen. Das lässt sich aber nicht beeinflussen. Und im schlechtesten Fall ist passiert einfach nur, dass die Kinder den Eltern nichts mehr erzählen oder möglichst viel heimlich machen. Und wie ist das denn dann, apropos heimlich, wenn dann halt diese erste Verliebtheit da ist und dieser Partner, nenne ich es jetzt mal, oder Partnerin vom Kind, zu den Eltern auch kommt oder zu Besuch kommt eben, da wird es ja wahrscheinlich dann schon schwieriger, diese Sympathie oder Nicht-Sympathie so gar nicht durchscheinen zu lassen oder da ganz wertfrei zu sein, aber trotzdem ein offenes Haus zu lassen, oder? Weil es wäre ja auch wichtig, diese Gefühle vielleicht an einem sicheren Ort wie zu Hause zu ermöglichen. Ja, also da habe ich schon sehr hohe Ansprüche an Erwachsene. Also mein Anspruch ist, dass man es immer schafft, in einer respektvollen Höflichkeit zu bleiben, ohne Gesichtsentgleisungen. Also, das muss man ja im Job auch manchmal. Man liebt ja auch nicht alle Kollegen und Kolleginnen. Also das, finde ich, ist zu erwarten von Eltern, dass sie das schaffen. Und das andere, was ich aber schon auch wichtig finde, ist, Eltern müssen ja nicht auf all ihre Grenzen vergessen. Es ist ja auch in Ordnung, wenn man sagt, du, unter der Woche möchte ich maximal, dass dein Freund oder deine Freundin oder wer auch immer das ist, nur einmal kommt, weil unter der Woche ist es so eng, ja. Mit meinem eigenen Job am Wochenende ist es besser, was auch immer die Regel ist. Also ich finde es ganz wichtig, dass man auch verhandelt und bespricht, wie tun wir denn da jetzt? Da kommt jetzt jemand dazu, und vor allem, wenn man nicht nur ein Kind hat, sondern mehrere Kinder hat, das macht ja schnell mal Dynamik. Also man muss sicher viel aushandeln, man muss viel miteinander reden und es wird niemals, also wenn man jetzt gerade eine 150 Quadratmeter Wohnung mit x Badezimmern hat, wird es nie eine Lösung geben, die alle toll finden. Aber es ist wichtig, die sozusagen jugendliche Person da ins Boot zu holen und gemeinsam zu besprechen, was ist der beste Kompromiss für uns alle. Und ich denke mal, dann geht es auch, wenn alle so halbwegs mit der Entscheidung können. Dieses Ausverhandeln ist ja auch gleichzeitig ein Aushandeln unter Erwachsenen dann, also auch ein Vorbild in diese Richtung, die Richtung. Und Thema Liebeskummer, wie sind Eltern da gefragt? Sind sie da gefragt? Wie können sie da helfen? Das ist ja auch oft eine Frage, die auftaucht. Also ich denke mal, also wenn das Kind sich schon mit Liebeskummer an einen wendet, dann ist eh klar, dann wird man auch hoffentlich trösten. Da gibt es aber jetzt noch einen Zusatz. Es gibt ja manchmal, und das ist bitte nicht nur bei Jugendlichen, sondern es gibt es auch bei Erwachsenen, so Beziehungsmuster, wo der Liebeskummer sozusagen standardmäßig dazugehört. Also es gibt Menschen, die befinden sich manchmal in Liebesbeziehungen, die vorwiegend aus Liebeskummer bestehen. Und es ist nicht Job der Eltern zu sagen, ich habe dir ja gleich gesagt, es wird nichts. Oder jetzt habe ich dich viermal getröstet und ich habe dir immer gesagt, jetzt trenne dich endlich, jetzt tröste ich dich nicht mehr, das ist nicht hilfreich. Also Regel Nummer 1, egal wie oft Liebeskummer auftritt, wenn der Bedarf an Trösten ist, dann bitte sollten Eltern ihre Kinder auch trösten. Dafür sind sie da. Vor allem werden die Kinder dann plötzlich ganz klein wieder. Dann sind sie nicht mehr jugendlich.
Und das andere ist, wenn ich aber merke, mein Kind leidet und sagt es mir nicht, dann würde ich es wieder ansprechen und sagen, du, ich habe einfach den Eindruck, es geht dir nicht gut und ich will nicht in dich dringen. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Und vielleicht kann ich jetzt nichts für dich tun, aber soll ich dir dein Lieblingsessen kochen? Oder man kann ja ein Angebot schaffen. Und entweder kriegt man keine Antwort oder man kriegt ein Ja oder man kriegt vielleicht sogar eine sehr ablehnende, garstige Antwort, weil das Kind leidet. Aber das macht nichts. Das Wichtige ist die Botschaft, ich sehe, wie es dir geht und ich bin da, aber ich fange jetzt auch nicht an, alle 10 Minuten an die Tür zu klopfen. Also es braucht auch hier den Respekt davor, dass manche alleine trauern wollen. Aber die Botschaft ist da, also ich stehe zur Verfügung, du kannst jederzeit kommen und wenn du nicht willst, ist es auch okay. Ja. Wie verändert sich denn eigentlich das Verhältnis unter Geschwistern? Weil da kommt ja auch oft gerade in der Phase, die wir gerade besprochen haben, das Thema getrennte Zimmer. Also wenn Kinder nah beieinander altersmäßig sind, haben sie oft länger noch ein gemeinsames Zimmer oder gleichgeschlechtliche Kinder oder so. Was ändert sich da oder was ist da im Umbruch? Wenn die Kinder jeder ein eigenes Zimmer bekommt, oder? Ja, wann es unbedingt notwendig wäre, ob es unbedingt notwendig ist und wie sich dann, wie eigentlich die jüngeren Geschwister vielleicht auch damit umgehen, dass eines aus ihrem Kreis jetzt erwachsen wird. Naja, also ich sehe das sehr pragmatisch. Ein eigenes Kinderzimmer ist eine Frage der Wohnungsgröße. Sowieso, ja. Also, aber dort, wo es halt geht oder wo man auch zumindest eine räumliche Trennung in einem Raum machen kann, so war es bei mir damals. Also wir haben halt einen Raum getrennt, aber da war das dann wirklich schon am letzten Drücker. Ich war 14 und da war das dann, das war schon sehr belastend für mich, dieses ja. Zimmer. Also wenn es möglich ist, dann finde ich es immer ganz gut, wenn das ältere Kind von der Volksschule in die nächste Schule kommt. Mhm. Das ist ein guter Zeitpunkt und es ist gut argumentierbar. Es ist so ein neuer Lebensabschnitt. Also man könnte sagen, auch auf einer symbolischen Ebene durch den Schulwechsel, das Kind verlässt ein bisschen das Kindliche. Mhm. Und natürlich, also das kann ja immer ganz vieles bedeuten. Manchmal ist es für beide Kinder oder für alle drei oder wie viele halt in einem Zimmer sind, eine Entlastung, wenn eine Person auszieht. Aber wenn es auch ambivalent ist, weil es viele Geschwisterbeziehungen sind. Es ist ja auch ein Stück Gewohnheit, dass immer jemand da ist. Also manche Kinder leiden auch, wenn das Geschwister nicht mehr da ist. Und ich will nicht sagen, dass immer nur die Jüngeren leiden. Mhm, ja. Also es hat beides. Und da denke ich mir schon, diese Entscheidung, die müssen die Eltern letztendlich treffen. Und nur wenn sie halt merken, na, das passt aber jetzt gar nicht, die wollen das gar nicht, dann kann man ja, wenn man den Platz hat, ein zweites Zimmer zur Verfügung stellen, das, also sozusagen die Zimmer zuweisen und die Kinder können ja dann auch alleine sozusagen da hineinwachsen oder halt nicht. Mhm. Aber sicher kommt irgendwann der Moment, wo sie auch gerne mal die Tür hinter sich zumachen wollen. Und die Privatsphäre brauchen. Ja. Der letzte Themenbereich, den ich noch gern ansprechen würde, also wir haben jetzt ja über die älteren Kinder geredet, ist das Thema Aufklärung, das ja viel, viel früher ansetzt. Und trotzdem hört man jetzt auch immer wieder, naja, die Kinder werden eh über die Medien aufgeklärt heutzutage. Wie ist denn damit umzugehen? Wo setze ich an mit diesem großen Thema und wichtigen Thema? Und wie setzt sich das dann fort in die Pubertät hinein? Also die Frage ist ja, was man unter Aufklärung versteht, weil das Wort sehr missverständlich ist. Also aus heutiger Sicht muss man sagen, dass Aufklärung als Wort, wenn überhaupt, einfach nur definiert, dass man eine Wissensvermittlung anbieten muss, die Menschen ein Stück davor bewahrt, die gesellschaftlichen Irrtümer zum Thema Sexualität zu glauben. Also Aufklärung, um zu erklären, wie Kinder entstehen. Das ist dieses Gespräch, in dem Sinn gibt es eigentlich nicht. Also natürlich fragen Kinder, wie Kinder entstehen. Das fragen sie meistens dann, wenn, was weiß ich,
im Kindergarten irgendeine Mama von einem anderen Kind schwanger ist. Und dann erklärt man es bitte auch. Und zwar konkret. Und nicht über Liebhaben oder sonstige anderen Themen. Also das ist mir immer ganz wichtig. Aber unabhängig davon haben ja Eltern eine sexualpädagogische Aufgabe von Geburt ihres Kindes. Und die Aufgabe besteht darin, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, die entwicklungsförderlich sind, und zwar für die gesamte Entwicklung inklusive der sexuellen Entwicklung. Und förderliche Rahmenbedingungen sind zum Beispiel Bewegungsförderung oder Förderung von vielen sensorischen Inputs, wenn die klein sind, die Kinder. Aber es geht natürlich auch darum, ob die Familie einen eher positiven Zugang zu Körper und Sexualität hat oder einen negativen. Viele Eltern sagen zu mir, na, über Sexualität redet man nicht, weil die Kinder fragen eh irgendwann. Das stimmt so nicht, weil Kinder fragen ihre Eltern ausschließlich dann etwas zum Thema Sexualität, wenn sie erfahren durften, dass das Thema in Ordnung ist. Aber wenn die von klein auf merken, das ist ein heikles Thema, wenn nur im Fernsehen ein bisschen was in diese Richtung passiert, wird sofort abgeschalten. Oder es gibt auch Familien, wo auf der einen Seite immer komische sexualisierte Witze gemacht werden von den Erwachsenen, meine ich jetzt. Und parallel dazu darf man nicht reden. Also es geht schon letztendlich darum, was all die Jahre passiert. Also wenn man so will, Sexualerziehung beginnt mit der Geburt und endet dann, wenn die Kinder ausziehen. Was ich schon praktisch finde, ist, wenn es für jedes Alter zu Hause auch Bücher gibt. Also Kindergartenkinder lieben Bücher über den eigenen Körper, inklusive Genitalien. Es gibt auch Körperbücher, da kommen Geschlechtsorgane nicht vor. Das ist ein bisschen schräg in meinen Augen. Und auch Bücher über die Geburt zum Beispiel, wo man sieht, wo das Kind rauskommt. Und Volksschulkinder wiederum brauchen auch ganz viel Erklärung und wenn man so will, auch Aufklärung über ihren eigenen Körper, über die Entwicklung. Und Eltern sind da gefragt, weil sie ja dran sind. Also wenn man, also sich ganz banal, wenn man merkt, okay, der Körpergeruch meines Kindes entwickelt sich jetzt. Im Volksschulalter ist das. Ich finde es nicht nett, wenn man sagt, du stinkst. Das machen manche. Geschwister, ne? Ja, Geschwister sagen das auch. Aber mir erzählen die Kinder oft sehr berührende Dinge, was ihre Eltern alles zu ihnen sagen. Mhm. Aber begleiten heißt doch, du bist jetzt schon weit im Erwachsenenleben und das hat Vorteile, ich sage, es hat auch ein bisschen Nachteile, weil aber jetzt ist Duschen jeden Tag angesagt. Aber dafür gehen wir jetzt auch einen Erwachsenen-Duschgel kaufen. Wenn man das einem Volksschulkind sagt, ist man dabei. Also es geht darum, die Entwicklung zu beachten, aber nicht überdimensional. Ja. Ja? Und es geht auch immer in jedem Alter darum, dass sie altersadäquate Rückzugsräume bekommen. Also auch ein Kindergartenkind sollte mal unbeobachtet im Kinderzimmer spielen dürfen, nämlich auch um Zeit für Intimität zu haben. Das gilt für jedes Alter. Und es gibt schon Eltern, die zwänglichst jedes Tun ihres Kindes kontrollieren, überprüfen, bewerten, kategorisieren. Mhm. Und es ist schrecklich, wenn intimes Verhalten so kontrolliert wird. Mhm. Und was auch Aufgabe der Eltern ist und was in meinen Augen wenig passiert ist in Bezug zur Sexualerziehung, ist der Umgang mit dem eigenen sexuellen Körper. Also wie wäscht man sich richtig auch am Geschlechtsorgan? Also ich habe immer wieder auch mit Jugendlichen zu tun gehabt, die nicht gewusst haben, wie man den Intimbereich pflegen darf und soll. Mhm. Und diese Modethemen bei Jugendlichen jetzt, also die alle betreffen, die Modethemen, aber auch Jugendliche, wenn dann die Frage aufkommt, Intimrasur, ja oder nein, dann ist schon ganz fein, wenn Eltern da auch sehr pragmatisch unterstützend wirken, indem sie sagen, du,
falls das für dich Thema sein sollte. Also du kannst dich auch woanders erkundigen, ich kann es dir auch erklären, aber ich kaufe dir einen gescheiten Rasierer, weil ich will, dass du da auch eine hygienische Möglichkeit hast, dich zu pflegen. Also da geht es darum, Klarheiten zu schaffen. Ja, danke. Danke für die vielen, vielen konkreten Beispiele. Also ich nehme da jetzt mit, dass halt die Feinfühligkeit gefragt ist, aber auch die Ehrlichkeit und das vor allem das Konkrete, das Konkretwerden und die ständige Angebote setzen und da sein, aber immer weniger dieses Lenkbare auch erwarten, dass das halt bei den jüngeren Kindern noch da ist. Ja, ich habe nur einen abschließenden Input noch von meiner Seite. Wenn Fragen zur Sexualität da sind von Kindern und man sie nicht beantworten kann oder man kann sie als Eltern beantworten, ist sich aber nicht ganz sicher, ob die Antwort, die man da im Kopf hat, tatsächlich korrekt ist. Ich finde es ganz fein, wenn man Kinder dazu befähigt, wo kann ich Antworten bekommen. Sprich, wenn Eltern gemeinsam mit ihren Kindern an eine Online-Beratungsstelle schreiben und sagen, du, ich weiß es jetzt auch nicht, aber weißt du was, ich schlage Folgendes vor, wir fragen unsere Ärztin und wir fragen zwei verschiedene Online-Beratungsstellen und dann schauen wir mal, was rauskommt. Mit Sicherheit sind sie drei verschiedene Antworten. Aber auch dieses gemeinsame Etablieren von, okay, wenn da so eine Frage da ist, dann gehen wir dem nach. Also, wie soll ich sagen, je unaufgeregter und konkreter der Umgang mit den Themen Körper und Sexualität ist, desto mehr befähigt man die Kinder auch, einen ebenso unaufgeregten und guten Umgang zu finden. Gutes Wort, unaufgeregt, ja. Also es ist ja dann so ähnlich wie bei anderen Fragen, die auftauchen. Ich weiß nicht, was fressen Hasen? Ich sage jetzt irgendwas und dann gehe ich halt auch, wenn ich es nicht weiß, dann gehen wir gemeinsam auf die Suche nach Antworten. Ja. Das heißt, es ist dann ein Thema, so wie andere Themen auch, in einer schönen Eltern-Kind-Beziehung. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Schönen Nachmittag noch.